Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Arma 3 Cold War Germany hier im nächsten oder in der nächsten Koop-Mission, in derselben Koop-Mission von der letzten Folge, nur diesmal mitten im Kampf. Häuserkampf, es geht um welche Stadt? Hab ich wieder vergessen, warte mal. Um Armsdorf, genau, das ist die Stadt. Wir sind diesmal auf der Seite der DDR, was neu ist, das war nämlich im letzten Mal oder bei den letzten Mal, bei allen Malen eigentlich nicht so und werden schon heftig beschossen, denn die BRD holt sich ihre Dörfer zurück. Wo ist denn dieser... Au, da hinten stehen tatsächlich zwei Panzer. Eieieiei. Och du Scheiße, wo bist du gerade? Ich hab mich gerade kurz ins Erdgeschoss ein bisschen gestellt. Okay, ach du Scheiße. Ich mach das aber wieder rückgängig und hau mich wieder nach oben, weil das ist mir zu viel. Das ganze Haus bebt hier. Ja, das ist klar. Meine Hoffnung ist aber, dass er sich leer schießt. Ob die nicht unendlich Munition haben, ist eine andere Frage. Ja, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten möchte. Ich glaube, ich kenne die Antwort dazu. So, die fahren ja irgendwie die kopflosen Reiter hier rum. Eieieiei. Okay, ich gehe vielleicht auch mal ganz kurz woanders hin. Da wurde gerade eine Granate geworfen. Ja, ich habe gerade was explodieren gehört. Nein, da wurde noch eine geworfen. Da ist es gerade. Aber da hinten brennt was. Schau mal hier in dieses Zimmer. Da hinten kommt eine Rauchwolke. Das heißt, da ist auf jeden Fall schon irgendjemand auf unsere Mine gefahren. Das stimmt, ja. Sehr gut. Immerhin. Ob die Panzer sich so weit in unsere Richtung begeben, ich denke eher nicht. Also einer steht da gerade deppert und der andere fährt vor und zurück. Der fährt jetzt nach rechts. Okay, ich sehe gerade nichts. Dann bleibt er stehen. Er dreht um. Und fährt wieder zurück nach links. Jetzt sehe ich sie, ja. Er bleibt stehen. Der andere steht nur ganz ruhig im Hintergrund. Es war nie in ihrem Training drin. Jetzt war es gerade ein bisschen nervös. Ich sehe jetzt nur noch relativ wenige Fußsoldaten. Wo steht noch einige? War teilweise ein bisschen so weit weg, dass ich es probieren möchte. Außerdem liegen da sicher noch sehr viele im Schnee. Feinde vor uns. 200 Soldaten. Oh, jetzt hat's mich erwischt. Feinde, ich weiß doch nicht was. Wahrscheinlich der Panzer, aber es hat mich erwischt. Dann sei das der Panzer dich kurz. Eieieiei. Na gut, wir haben eigentlich nur diese eine Wahl, mal ein bisschen den Schädel rauszustrecken. In der Hoffnung, dass wir die entweder anlocken können. Oder dass man vielleicht mit dem MG, mit dem RPG. Was drauf zielt oder was drauf trifft. Bleib mal du da. Ich geh mal runter. Versuche mal. Okay, ich kann mich gar nicht mehr bandagieren, sehe ich gerade. Kannst du nicht? Kann ich dich noch bandagieren? Nee, ich auch nicht. Müsste ich tatsächlich schauen, ob da unten irgendwo ein Medikit rumliegt? Selbst die Versetzt habe ich auch noch. Daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Man kann es vielleicht ganz hinlegen. Dass ich das aufnehmen, wenn das geht. Ich glaube, du bist ganz einfach noch nicht so. Wer beschädigt? Ah, doch, Selbstbehandlung, jetzt geht's wieder. Aber anscheinend keine mehr. Wie viele hast du noch von denen? Welches hast du genommen? Die Mulbine oder ein Selbsthilfeset? Na, dieses, was so irgendwie so ausschaut wie so ein Zuckerl. Okay, es liegt aber noch am Boden. Bei mir liegt nichts noch mehr. Zwei. Okay, ich kann es auch wieder aufheben. Jetzt habe ich wieder drei. Na, auch gut. Ich bin wieder geheilt. Ich frag's nicht. Es ist ziemlich ruhig da draußen. Das ist extrem ruhig. Das irritiert mich. Ich weiß nicht, ob wir das ganze Fußvolk schon niedergeweht haben oder ob ich gleich eine kassiere da unten. Na, ich sehe tatsächlich nichts mehr, was sich irgendwie bewegt. Ja, vielleicht 500 Meter in der Entfernung. Das sind viele leicht. Mach jetzt mal die Tür auf. Ein Gewitter im Spiel.
Ach, okay, warte, ich bin draußen. Okay, dann nimm dir vielleicht noch ein bisschen Munition von dem Ding da. Oh, 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 oh. Dann aber gleich wieder rein. Da schießt aber okay, schon jemand. Lass mich kurz rauslugen. Aber mit der anderen Absicht. Ich geh vielleicht ein bisschen weiter weg, weil ich habe das Gefühl, dass da vielleicht eine unsichtbare Wand ist, die ich gleich in die Luft springe. Eieieiei, aber da wird noch ordentlich geschossen. Ins Ziel ist gar nicht so leicht. Hast du, ist das dieses RPG, wo du den Panzer quasi als Silhouette hast und du erst entscheiden musst, wie weit der weg ist? Nee. Okay, dann ist das wahrscheinlich halt das bei auf Seiten der Deutschen. Zeig also, das mal. Deutsche, wir kämpfen ja hier Deutsche gegen Deutsche, aber der BRD. Schau dir mal an, ich glaube, ich werde das Visier einfach runternehmen. Und dann mein Glück versuchen. Ah, nee, das ist was ganz was anderes, okay. Na, ich kann mich nämlich nur erinnern, in der Kampagne, aber da war ich halt auf der anderen Seite, da gab es eben diese Silhouette, wo du quasi nur irgendwie den Panzer reinbringen musstest, der T-55. Und dann konntest du schon abschätzen, okay, der ist jetzt 100 Meter, 200 Meter entfernt, je nachdem, wie halt eben die Silhouette aufgebaut ist. Ah, bitte. Aber schön. Das da wird ein bisschen schwieriger. Himmel und Korn. Oh, 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 oh. Okay, da unten sind auch noch welche. Ah, hinter uns. Einen habe ich. Sehr gut, sehr gut. Die sind schon gut getarnt, alle. Die schießen auf uns. Die schießen auf uns, hast du es gewusst? Oh, nee, geh nicht dran, 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 zum zehnten Mal. Alles klar. Ich habe gerade jemanden erschossen, der eine Granate sehr nah in der Hand gehalten hat. Aber die ist nicht hochgegangen, also hat das nicht gezählt. Irgendwer hat gerade den Motor gestartet da draußen. Ja, da ist ein Truppentransporter, gleich nehmen wir uns. Ja, was haben die gehabt? Eine Fehlzündung? Wahrscheinlich. Ja, wenn der Motor so lang rennt. Hm. Ah, da hinten steht doch noch einer. Auf uns. Ich werde mein Glück nochmal versuchen. Aus der Tür rausschauen. Also der eine Panzer steht auf jeden Fall noch da hinten. Den zweiten habe ich irgendwie gerade aus dem Blick verloren, aber ich glaube, der ist genau da, wo das Dach im Weg ist. Problem ist, unser Panzer ist in der Linie. Ich weiß nicht, ob ich den nicht auch da kann. Oder du steigst in unseren ein und versuchst zu zielen. Nee, nee, nee. Ah, ich habe den zweiten. Die werden sofort geagert. Ich weiß nur, als ich mit dem Leopard geschossen habe, also mit dem Panzer der BRD, habe ich meistens 2 bis 3 Schüsse gebraucht, um einen T-55 zu erledigen. Und ich vermute mal, der da unten steht, wird ein T-55 sein. Wie viele Schüsse der jetzt braucht, ist eine andere Frage. Vorhin war ich nach einem Schuss weg. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe, ehrlich gesagt. Könnte sein, dass er kurz vor ihm auf dem Boden aufgekommen ist. Okay, ich sehe da hinten aber definitiv noch 3 Fußsoldaten. Ja, nee. Okay, der hat mit einem MG geschossen. Ja. Liegt am Fuß der Treppen. Achso, bist du weg? Hoppla. Ja. Der hat eine Salve genau 1 Millimeter über der, da wo der Sandsack aufhört, abgefeuert. Hat mich niedergemäht. Ja, ich kann ihn noch wiederbeleben hier. Also, er ist auf jeden Fall jetzt geagert. Der hat jetzt volle Präzision. Oh, übernehme die Führung. Danke, geht schon. Eieieiei. Man muss schon sagen, vielleicht ist jetzt mal erstens ein guter Zeitpunkt zu speichern und zweitens, wir haben es doch schon wir haben es doch schon weit geschafft. Das ist die Frage, was da jetzt noch kommt. Wenn jetzt noch 30 Panzer hinterm Hügel warten, dann sieht es schlecht aus. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das Spiel schickt gerade nichts weiteres mehr, weil wir an dem angekommen sind, was es geben sollte. Oder es scheitert tatsächlich nur noch an den Panzern und wir haben alles andere schon. Das wäre so fast das, was ich glaube. Wieso haben wir 30.000 Tellerminen, aber nach 4 Raketen? Was ist denn das für eine Priorität hier? Okay, du bist da hinten gerade. Ach du Scheiße, was war das? Der Truppentransporter, der ist mir im Arsch gegangen. Also du hast den erledigt? Ja. Ich hab gedacht, der ist jetzt auf eine Mine gefahren oder so. Nee. Was ist eigentlich mit dem... Ich meine, theoretisch könnte man von denen ja auch noch ein paar platzieren, für das, dass wir wissen, dass der mal da drüben rumcruist.
Was ist mit dem Ding hier eigentlich? Ist das eine Panzerabwehr, ne? Ja, sicher ist es. Ist das eine stationäre Panzerabwehr? Ich kann mich erinnern, mit sowas habe ich auch mal geschossen. Das ist eine Minipack. Okay, also im Notfall hätten wir das auch noch. Ach du Scheiße. Okay, halte ich nur nicht so nah neben mir auf, weil ich kann mich jetzt noch einmal drüber schauen. Oh, ich sehe wieder jemanden. Infanterie. Ja, ein paar waren da hinten beim Panzer noch unterwegs, ja. Diese Drecksgebüsche, ich sehe es nicht. Okay. Ja, mal. Schauen, wie schnell ich lernen kann, wie man ein Visier verwendet. Oder du versuchst in dieses Haus mit dem, wo du, daneben des Postkastels reinzugehen, oder überhaupt ins erste. Feindfeuer. Und? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Es explodiert. Übrigens so haben wir eine neue Person im Chat, und zwar Naboob. Moin moin, ist das mit Mods oder mit DLCs? Das hier ist ein DLC, Cold War Germany heißt das Ganze. Und eine der Koop-Missionen. Da Imperators hat dann zwar ein paar Mods installiert, aber die brauche ich nicht unbedingt, um das hier zu starten. Performance-Mods sind das. Performance-Mods, irgendwie, dass die Leiche dann so ein Leichensack ist, damit man nur den Leichensack designen muss und nicht die ganze Leiche. Aber Laden das Ganze ist ein DLC, aber sonst jetzt nichts mit großartigen Mods. Ein paar Performance-Mods, aber sonst ist da nichts drin. Eins. Ich übernehme. Infanterie, Hinterhaus. Okay, warte mal, ich guck mal. Ich gehe mal nach oben. Beim zerstörten. Okay. Beim zerstörten. Transporter. Ah, ich sehe ihn. Einen zumindest. Ja, war einer. Der hat eine 180-Grad-Drehung zu mir gemacht und hat einmal auf mich geschossen, ich war weg. Ah, bist du weg? Ja, upsi. Ich liegt da am Boden. Da, wo die ganzen Munitionskisten liegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo der ist. Ich hab doch das nur erschossen. Ich habe einen erledigt, aber ich weiß nicht, ob das der war, weil der lag dort hinten am Boden rum. Ihr Lager in der Nähe von dem zerstörten? Nein, ja, schon, aber ich dann weiß nicht, ob das... Okay, wo bist du? Ich lieg bei den Kisten. Oh Gott, oh Gott. Ich komm mal ganz vorsichtig. Das ist ein Clip wert. Wo? Übernehme die Führung. So, ich habe gerade gesehen, da hat da Naboob nochmal was im Chat geschrieben, aber das ist ziemlich lang, da muss ich kurz mal reingehen. So, andere Cold War Paket. Da gibt es ein anderes Cold War Paket? Wusste ich gar nicht. Na, es gibt das Cold War und das ist das Global Mobilization. Na, ist das Global Mobilization Cold War Germany? Das ist ja der ganze Titel. Nein, das sind zwei unterschiedliche, glaube ich. Echt? Wir müssen mein Tablet kurz ein bisschen darüber tun. Weil das eine ist wirklich der Kalte Krieg und das andere ist quasi kurz vor der Moderne. Was wir jetzt da machen? Na gut, es gibt ja schon ein Dutzend verschiedene DLCs. Manche eben mit Missionen, andere nur mit Waffenpacks. Aber das hier ist auf jeden Fall... Ah, Iron Curtain meinst du? Ah, ich seh ihn. Na toll, jetzt habe ich hier noch einen Schuss noch drin. Der steht in der Scheune drin. Hab ihn. Danke. Gott sei Dank hat er nicht auf mich geschaut. Iron Curtain, stimmt, das habe ich auch. Aber das hier ist Cold War Germany, der Kalte Krieg in Deutschland. Der Truppentransporter geht ab. Wenn wir jetzt eine Mine dorthin legen würden und der würde irgendwann mal drüber fahren, dann hätten wir den auch weg. Bitte lauf zu ihm hin und leg die Mine vor ihm hin und dann schau, was das Resultat ist. Nicht, dass er genau vor dir reinkommt. Der wird sicher. Naja, warten wir mal. Was macht er? 372. Ich kann ihn auch einfach zerschießen. Meine Granaten werden hier nicht viel ausmachen, oder? Ich glaube nicht, nein. Aber wir haben noch nicht mehr viele Raketen, ehrlich gesagt. Ich versuch das jetzt. 5 und wir haben noch 2 Panzer und ich bin inkompetent darin, sie zu treffen.
Na gut, das hat den ja überhaupt nicht gekümmert. Und übrigens, Dankeschön für das Kompliment. Ich war anscheinend einer der wenigen, der den Namen direkt richtig aussprechen kann. Jetzt traue ich es mich kein zweites Mal tun, weil ich Angst habe, ihn dann falsch auszusprechen. Na, Bub. War das richtig? Hoffe ich. Na, Bub. Viel zu weit drüber. Okay. Na gut, war richtig. Und übrigens, wir sind hier nicht in Im-Game-Chat, wir sind mit Discord miteinander verbunden. Früher war es mal Teamspeak in den Anfangstagen, aber heute ist es Discord. Ist ein bisschen umständlich, weil ich habe ja auch meinen Streaming-Rechner. Das heißt, ich muss das Ganze wieder mit einer anderen Software von einem Rechner auf den anderen. Das ist ein bisschen umständlich aufgestellt, aber wir beide sind mit Discord miteinander verbunden. Das Gefühl, dass man im Panzer, sobald man ihn trifft, kurz aggro, dann vergisst du, dass du existierst und dann kannst du nochmal rausgehen. Das ist so klar. Das ist so naja, das Panzerrohr ist easy, weil das dauert ein bisschen, bis sich das dreht, aber das Problem ist... Die Dingsbums, die... Na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das MG. Das Maschinengewehr ist ein bisschen das Problem. Ich lege jetzt da eine Mine. Du kannst wagen. In der Hoffnung, dass der da reinfährt. Sperren mal noch. Wahrscheinlich keine Sinn hat. Schauen wir mal. Noch eine. Dass die so viel Platz verbraucht. Und die lege ich hier hin. Mit ein bisschen Glück fährt er da rein und dann ist der zumindest weg. Weil das Einzige, was eigentlich passieren kann, da sitzt keiner mehr drin, ist, dass uns der überfährt. Hast du gespeichert? Mhm. Das war, glaube ich, ein direkter Turmtreffer. Er ist sehr nah übrigens, also wenn du da jetzt gerade draußen rumgehst. Deine Leopard ist gleich um die Ecke. Bist du noch draußen? Nein, ich bin im Haus gleich rechts von dir. Das ist... Oh. Okay. Keine gute Idee. Ich bin übrigens nicht mehr am Leben. Möglich ist es für mich, sich da rauszuholen. Ich bin übrigens nicht mehr am Leben, nur mal so gesagt. Ist der zweite Leopard dazugekommen. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz neu laden. Ich probiere mal kurz mein Glück. Wenn er mir schon den Arsch präsentiert. Ich hätte vielleicht ein bisschen mit dem Panzertest wegfahren sollen. Na du, ich glaube, das ist ganz richtig gemacht. Das war die Ablenkung. Na, ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal. Da steht der Panzer mit noch 4 Schuss. Was zur Hölle ist gerade passiert? Na, ich habe ja versucht, wir haben den Panzer, ja, da warst du noch nicht dabei, glaube ich. Das war erst da ziemlich am Anfang dieser Runde. Wir haben den Panzer hier mittig aufgestellt, weil wir ursprünglich in zwei verschiedenen Häusern einquartiert waren. Einer hier und dann auf der anderen Seite. Und haben den Panzer quasi in die Mitte gestellt, falls jemand draufgehen sollte, dass wir uns wiederbeleben können gegenseitig, ohne jetzt direkt über die freie Straße laufen zu müssen. Das heißt, der Panzer stand eigentlich jetzt seit einer Stunde da und ich habe mir gedacht, naja, wir haben ja noch 4 Schüsse drin. Wer weiß, ob die das checken, wenn ich jetzt hier losschieße? Tja. Anscheinend haben sie es nicht gecheckt, aber ich habe auch nicht wirklich viel damit anfangen können. Gut, du wirst mich hier nicht rausbekommen, schätze ich, oder? Was war das? Probier gerade was. Ich meine, ich könnte theoretisch jetzt respawnen und dir zuschauen. Na, bleib mal. Ich will eigentlich nur schauen, ob ich es nicht vielleicht schaffen könnte mit dem kleinen Fagot. Also mit dem gelben? Ja, die Panzer zu zerstören und einfach die Mission zu beenden. Frag mich ja, wie der überhaupt noch leben kann. Der liegt hier in brennendem Feuer. Du wirst gerade schwer flambiert. Oh, mich hat's nicht. Oh. Na gut, es ist ja gespeichert. Ja, schauen wir mal. Hoffe ich. Hat funktioniert. Also hat funktioniert beim letzten Stream zumindest mit den Speicherungen. Schauen wir mal. So, ich weiß, dass wir jetzt dann hier... Also ich muss mal auf Weiter drücken, genau. Ja, genau. Weiter. Jetzt drücke ich am besten nix. So, und dann bin ich einmal auf zurückgegangen. Und dann irgendwas auf Fortsetzen. Nochmal ausgewählt.
Mhm. So. Also du nochmal den Panzer beschützen, weil du eigentlich hast. Ich kann mich wieder nicht zuweisen. Du kannst mich vielleicht zuweisen. Leichtes MG? Pionier? Wir machen dich zum Anführer. Ja, ich bin auch der Anführer. Du bist unser Anführer. Na, ich bin gespannt. Bitte lass es funktionieren. Oh! Wann habe ich nochmal gespeichert? Na, ich hoffe nicht dann, wo ich unterm... Nee, nee. Achso, Mission gescheitert steht jetzt da. Nochmal okay. Dachte, du hast jetzt dann gespeichert, dass die Mission gescheitert ist. Nee, habe ich nicht. Aber mir steht wieder Mission gescheitert. Oh. Hm? Du wurdest gerade von der KI übernommen. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. Ich habe gedacht, das ist mein Gegner. Da habe ich gerade nie mehr übernommen. Ja, aber ich komme nicht mehr rein. Okay, warte, dann muss ich, glaube ich, mal absichtlich sterben. Es sind überhaupt nur noch zwei Plätze frei hier. Na, warte mal, mach mal nichts. Okay, ich mache nichts. Ich mache nichts. Na, Bub schreibt, ich würde so gerne mitspielen, aber ich habe das DLC nicht. Dadurch fühle ich mich richtig dumm. Brauchst du dich nicht dumm fühlen? Warte auf den nächsten Steam Sale. Da gibt es ja eh ständig irgendeinen. In die Hölle willst du mitmachen? Ist das das? Schau uns mal zu. Das ist ja. Das willst du durchmachen. Ich weiß nicht, ob du das willst. Ich kann es nicht empfehlen. Also, die Assets sind cool, aber. Wir sind nicht unbedingt die bestausgebildetsten. Für diesen Job hier. Wir sind vielleicht nicht das beste Schaubild. Ja, ich hoffe, ich komme da noch rein. Es lädt jetzt, und zwar länger als vorher. Das ist immer ein gutes Zeichen. Warte auf Host, empfange Daten, Mission gescheitert. Hm. Du rennst da herum. Ich probiere mal was. Ich trenne jetzt mal die Verbindung und dann lade ich nochmal bei deinem Server rein, weil ich habe ja auch beitreten können überhaupt vom Desktop. Ah ja, genau. Gut, dann bleibe ich mal drin. Genau. Und ich hoffe, dass unser KI-Kollege da so lange überlebt.